Moin Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen Servervorstellung von mir und Florian. Ja, hallo. Ja, wir sind, also ich bin Deathmatch LP und er ist vom Kanal Big Destination und ja. Genau. Wir stellen euch den Server Deathmatch Gaming TV vor und wir sind jetzt hier auch gleich schon am Spawn. Genau. Als erstes, wir haben hier zwei Schilder aufgestellt. Einmal willkommen auf dem Server. Ja, wir sind ja freundlich, wir sind sozial, ne? Und dann einmal / Register eingeben. Denn ihr müsst euch auf diesem Server registrieren, damit euch keiner den Account klauen kann oder sonstiges. Und da es ja dann auch für Cracked Leute ist. Also genau. Für jeden, der spielen will, ihr könnt auf den Server kommen. Genau. Ja, dann zeigen wir jetzt gleich mal, hier ist auch ein Pfeil mit dem Schild, dass ihr hier weitergehen müsst. Hier ist eine kleine Infowand, wo zum Beispiel jetzt die Regeln stehen. Keine Hacks, kein Spam, keine obsösen Skins, keine Beleidigungen, nicht griefen, Teleportanfragen verboten, Fragen, Admins fragen, okay, das ist doppelt gemoppelt, nicht nach Rechten betteln, Regeln auf unserer Website durchlesen. Bei Nichteinhaltung gibt's Bann. Genau. Auf der Website deathmatchgamingtv.jimdo.com links zu unserem TS, zu unserem Skype-Account, also hier für extra. Und zur Website und natürlich die Server-IP wird alles unten in der Beschreibung stehen. Genau. Der TS ist sogar schon gesponsert. Wir haben also einen Sponsor. Ja. Genau. Und hier seht ihr jetzt nun ein paar Warps, das sind nicht alle. Als erstes, was ich euch raten würde, ist das hier /Warp-Information. Da findet ihr ausführliche Informationen, die auch immer wieder ergänzt werden, da wir halt neue Bauwerke und alles einfügen. Hier findet ihr die wichtigsten Befehle. Zum Beispiel haben wir auch den Jobs-Plugin drauf, dass ihr euch hier Jobs machen könnt. Ja, können wir einfach mal eingeben. Ja, /jobs-browse. So, und da gibt es zum Beispiel ganz viele. Da zwischen denen könnt ihr wählen. Und das bringt euch halt wiederum auch Geld ab. Wir haben auch den Geldpartner. Genau, Icon. VIP-Zimmer. Genau, das ist das Wichtigste für uns zumindest. Ne? Ja, damit wir auch die RAM-Anzahl, Slot-Anzahl und alles vergrößern können für euch. Genau. Übrigens, gleich am Anfang nochmal, es kann sein, dass der Server nächsten Monat für, weiß ich, ein, zwei Tage offline sein wird. Denn wir werden ja höchstwahrscheinlich die Anbieter wechseln und da müssen wir jetzt natürlich alles nochmal umstellen dann. Okay, sagen wir mal so, das wird ein Tag. Ja, denke ich mal, wenn keine Probleme auftreten. Ja, dann stell du mal die VIP-Wand vor, die hast du ja eingestellt. Genau, also wir haben jetzt hier einmal normale VIP, Euro, VIP Plus für 10 und VIP Plus für 25 Euro. Das läuft alles einen Monat lang. Wie ihr seht, kriegt ihr Ingame-Geld. Ja, halt, je nachdem ist es relativ viel, da ein Grundstück kostet 2500. Und genau. Natürlich kriegt ihr das Beste noch dazu, ein Grundstück 50x50 in unserer verbotenen Stadt, wo VIPs, Owner und Admins rein können. Genau, die haben wir extra hochgezogen für euch. Da ist ein kleiner Flughafen drin, ein Park, alles. Schön, damit man da sein kann. Wir haben unsere Häuser da auch schon hingesetzt. Ist wirklich schön da und schön idyllisch. Und wir haben das mit World War das Ganze gesetzt. Genau, und natürlich auch, falls einer, der da nicht hingehört, der würde dann da halt, ja, etwas leiden. Genau, also dem würde eine Warnung vorkommen und, aber der würde dann nach ca. 10 bis 15 Sekunden sterben. Das heißt, TP't euch, also TP'en könnt ihr euch ja sowieso nicht, also geht da nicht rein. Genau. Wir haben es doch extra so gemacht, dass unsere Bahn dort nicht hingeht und, dann ist alles soweit okay. Für die genauen Informationen zu VIP und allem drum und dran, das findet ihr alles genau auf der Homepage. Und hier seht ihr auch nochmal dann die VIP-Liste, hier werden wir euch dann eintragen. Genau. Und alles. Genau. Nur wenn ihr euch natürlich das wollt, dann, dass euer Name da hängt. Die Hall of VIP, ne? Genau. Ja, hier unten haben wir das jetzt das Erdgeschoss, hier haben wir ein paar Fernseher, da ein nett eingerichtetes Zimmer. Schön modern, halbwegs. Genau. Und überall sind ein paar Energies hier im Spawn versteckt. Das ist gerade das Buggy, das müsst ihr nochmal umändern. Ja, in den Chest könnt ihr eure wichtigsten Sachen reinlegen und alles. Ihr könnt auch craften und so. Hier haben wir einen kleinen Zaubertisch und eine kleine Bibliothek, wo ihr was lesen könnt. Wenn wir dann also so gern lesen würden. Liest du eigentlich gerne? Nein. Ich auch nicht. Ja. Mal so. In-game ja, Bücher kannst du mich mit anschlagen. Ja, hier haben wir noch. Ey, wo rennst du hin? Du musst erst noch die Tippswand vorlesen. Achso, stimmt. Ja, wir haben eine kleine Wand hier aufgestellt, die ihr sehen könnt. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Verbesserungen oder Wünsche für den Server habt, dann schreibt die einfach dran. Dann nehmt ihr euch hier, drückt auf den Knopf, kriegt ein Schild und klemmt das da. Huch. Hab ich hingemacht. So. Klemmt das da dran.
Ja. Gab es jetzt ein Schild? Nein. Achso. Ich habe aus Versehen eine falsche Taste, bin auf More Creations gekommen. Ja. Okay. Hier draußen haben wir jetzt einen kleinen, ja, kleinen Strandhäuschen mit einem Pool und einen kleinen Park, Hauspark. Und ne? einer Poolbar. Genau. Vergessen. Mit einem kleinen Teich und das ist eigentlich ganz idyllisch hier. Bevor aber ihr dann raus. Und jetzt seht ihr einmal unseren Spawn einfach mal von außen, sieht ganz schön genau. aus. Ja. Schön klein. Und ja, dann seht ihr hier hinter uns einfach schon mal ein paar GS. Genau. 20x20? Ja, genau. Sind auch, also es sind relativ stattlich, es ist jetzt nicht das Größte. Ja, aber sie sind schon relativ groß. Wir werden uns überlegen, da noch vielleicht größere anzulegen. Das können wir da auch mal machen, falls dann wirklich welche genug Geld dafür haben sollten und alles. Ja. Genau, das wird dann später alles folgen noch. Genau. Jetzt kommen, jetzt kommen wir erstmal zur Bank. Das ist dem Pantheon nachempfunden. Ich hoffe, ich habe es ganz gut getroffen. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hoffe ich zumindest. Wir haben hier einen kleinen Ticketschalter, eine kleine Auffanghalle und hier hoch kann man halt sich halt auch hinsetzen und sein Geld zählen. Wir haben Economy drin, wenn ihr zum Beispiel Slash Money eingibt, ja, bei uns wird es jetzt etwas übertrieben sein. Ne? Wir hatten Langeweile. Langeweile. Oh. Viel zu viel Langeweile. Ja gut, weiterhin haben wir den Lift-Plugin eingefügt und damit könnt ihr zum Beispiel einen Fahrstuhl benutzen, wie ihr hier seht. So. Genau, und das kann man auch zwischen an verschiedenen Etagen entscheiden, was ihr dann beim Admin-Shop bemerken werdet. Genau, dann haben wir oben Banken, wo ihr hier alles sehen könntet, da könnt ihr es transferieren, auszahlen und einzahlen lassen. Und wenn er weggeht, ist das ganze Ding geschlossen. Das gibt es natürlich auch für XP hier. Aber wenn jetzt kann man ja mal erklären, was wofür ist. Also einmal Withdrawal heißt, ihr könnt das abheben. Ich glaube, wenn man einfach mal Slash 100, jetzt habe ich 199, jetzt habe ich dann... Okay, da ist jetzt was gefailt. Ach ja. Nee, da war... Ich habe jetzt zum Beispiel... ich habe jetzt zum Beispiel 100 Level eingezahlt, jetzt sieht man, das ist auf dem Konto. Das Ganze kann ich natürlich auch abheben. Wenn ihr einfach dann weggeht, dann ist die Bank geschlossen und ihr und euer Geld und eure alles ist sicher und keiner kann dran. Ist alles in einer Config-Datei gesichert, die wir uns immer wieder eine Sicherungskopie anzahlen. Für Schäden kommen wir natürlich doch auf, ne? Genau, solange die ihr dann beweist. Nein, Spaß. Genau, dann gehen wir jetzt weiter zum Admin-Shop. Ja, genau. Gesagt, ne? Ja, nee, wir müssen erst zur Lotterie. Zu deiner schönen Lotterie, die hast du beinahe vergessen. Ja. Ja, jetzt hast du hier jetzt gerade Tag gemacht, würde ich sagen, ne? Ja, weil ich... Jetzt haben wir hier einmal. Lotto, Glücksspiel kann süchtig machen. Das was war es dran, Leute. Da. Jetzt haben wir hier unseren schönen Eingang, ein bisschen mit Köpfen verziert. Ja, das waren die Leute, die ihre Schulden beim Lotto nicht bezahlen konnten. Ja, das ist es halt so, ne? Ja, so endet man dann, Leute. Also passt schön auf bei eurem Lotto. Es erinnert mich gerade an einem Spruch, Lotto Toto. Hier können wir einfach mal unser Licht also draußen an- und ausmachen. Aber das wird für euch uninteressant eher sein. Und ja. Jo. Dann haben wir natürlich auch den Lotto, Lotterie, Plugin dann drauf. Genau. Das könnt ihr sehen, alles mit Slash Lotterie. Ja, da seht ihr dann halt, wie wann die nächste Lotterielosung ist, wie ihr ein Ticket kaufen kann, ein Ticket vor allen Dingen, mit Slash Lotterie bei und dann die Anzahl, also Leerzeichen Anzahl. Ein Ticket kostet $50, jetzt sind gerade $550 drin und ich habe 10 Tickets gekauft, ne? Oh. Ich kaufe jetzt einfach mal, zeige ich euch Lotterie, dann einfach bei und halt die Anzahl. Ich kaufe jetzt zum Beispiel ein Ticket, so. Jetzt habe ich 11 Tickets. Wenn man dann nochmal Slash Lotterie eingibt, also jetzt steht da erstmal, you got 10 Tickets vor $500 und bei ihm stand dann wahrscheinlich vor $50, wird da stehen. Ja, wenn wir genau. Slash Lotterie wieder eingeben. Steht da jetzt das es sind 1100 jetzt im Pot, die man gewinnen kann in 10 Stunden und 45 Minuten. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir schon wieder weiter. Naja, jetzt waren wir ja gerade bei der Bank, dann müssen wir jetzt noch was dazu zufügen. Man kann auch noch Geld halt durch Töten von Leuten oder so, also jetzt nicht von Monster oder so, von Tiere. Leuten. Ich spawn jetzt hier einfach mal ein paar Hühner. Jetzt nehme ich mal eine Kuh. Und da sehe ich halt, ich habe hier, dass die Goldnuggets praktisch ausspucken. Genau. Wenn man die jetzt auch mitnimmt, kriegt man halt Geld dafür. Hier steht jetzt, du hast $7 gekriegt, weil ich jetzt halt mehrere getötet habe und die gesammelt. Ja. Man kriegt maximal $3 pro Tier. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt auch ca. $10 bekommen. Ich habe jetzt dein Geld einfach mal eingesammelt und deine Erfahrungspunkte. Ja, und ich habe gerade meinen kaputt gemacht, das wieder repariert. Sehr gut. Ja, ihr seht, wir haben uns wirklich viel Mühe mit dem Server gegeben. Ja, das ist der Admin-Shop und ich weiß gar nicht, warum ich so wenig FPS gerade habe. Egal, lass einfach weiter. Ja, okay. Also, ich hoffe, es leckt dann bloß nicht. Das wäre scheiße. Ah, eigentlich dürfte es nicht lecken. So, hier steht auch Admin-Shop schön drauf. Ist ein kleiner, feiner Admin-Shop mit 3 Etagen.
Genau, wir gehen jetzt mal rein. Das, dazu können wir sagen, das ist unser zweiter Versuch beim Aufnehmen. Unser erster ist etwas gescheitert. Ja, weil bei irgendwem ja das Aufnahmeprogramm gefailt hat, ne? Ja, wir nennen jetzt keinen Namen. Genau, dann steht hier einmal W ist für kaufen und S ist für kaufen. Also ihr würdet jetzt ein Smaragd kaufen für 250 und falls ihr einen gefunden habt, würdet ihr 500 bekommen. 200 würdet ihr bekommen. Den verkauft. Das Ganze läuft im Adventshop und ja, die Kisten sind einfach nur zur Dekoration da. Hier oben sieht das an den Bildern nochmal schön anschaulich erläutert. So müsst ihr nicht immer dann halt auf Englisch übersetzen, falls ihr kein Englisch könnt. Ja, hier zeigen wir euch jetzt das und Ganze mal mit dem Fahrstuhl. Wart noch kurz. Okay. Hier haben wir noch vorher drüber dran geschrieben eine kurze Information, also dass ihr nicht immer so viel suchen müsst, steht da zum Beispiel jetzt Wertvolles oder weiter steht Essen dran, dass man halt ein bisschen besser durchsteigt. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt mal mit unserem Fahrstuhl hier runter. Ihr seht jetzt hier Erdgeschoss, wir befinden uns auf dem Erdgeschoss und wir würden jetzt ins zweite Untergeschoss fahren. Ja, jetzt hättest du eigentlich mal ganz. Achso, sind wir ja ganz unten. Ja, jetzt sind wir erstmal ganz unten. Jetzt zeigen wir uns erstmal, hier sind weitere Sachen, wo ihr es sehen könnt. Ja, das ist die zweite Etage, jetzt fahren wir mal in die ins erste Untergeschoss. Ihr seht jetzt, wir können entweder ganz nach oben oder ins erste Untergeschoss fahren. Genau. Wir fahren jetzt erstmal ins erste Untergeschoss und jetzt fahren wir ins Erdgeschoss. Hier sind halt dann auch überall Sachen wieder. Genau. Also wir haben eigentlich alles, fast alles drin, falls euch was auffällt, was wir wirklich vergessen haben, was aber wichtig ist. Schreibt es an die Tippswand oder schreibt uns einfach an. Auf unserer Homepage könnt ihr uns, falls wir mal nicht online sind, zu euren Zeiten. Genau. Ja, genau. Das läuft dann auch alles. Ja, hier haben wir jetzt noch, können wir schnell zeigen, hier haben wir einen Mülleimer hingebaut. Die Mobfarm ist gerade noch im Bau. Die wird, denke ich mal, auch noch diese Woche kommen. Ja. Zur Mobfarm. Ja, jetzt geht's weiter in unseren kleinen Marktplatz. Der ist jetzt nicht sonderlich groß, einfach so. Hier kann man sich solche Häuser kaufen, wo man dann so einen eigenen Markt gestalten kann. Ihr seht jetzt zum Beispiel, es kostet hier es zu verkaufen, Markt 3 für $250 die Woche. Genau, dann gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, auch gleich schon weiter zum Information. Bahnhof. Oder ja, genau, wir gehen zum Bahnhof. Ja, weil sonst müssen wir ja wieder zurück. Stimmt. Wir haben uns unseren Wegplaner noch nicht so richtig ausgedacht. Ja, dieser Bahnhof ist, Eigenkonstruktion, ne? Genau. Da ist der Bahnhof. Ja, wir laufen jetzt hier direkt mal rein. Das sind die zwei, hier ist ein kleiner Park. Ja, ne, ich zeig nur schon mal den Park so. Achso, ja, hier ist der Park, der jetzt was für ist. Genau. Ich mach jetzt mal wieder Slash Speed 1, sonst rase ich hier komplett durch. Mach ich auch mal am besten. Ja, ihr seht jetzt halt, ich liebe diesen Water Shader. Das ist halt dieser Park, wo man schön rumlaufen kann, sich von der Verspätung von der Deutschen Bahn erholen kann, ne? Ja, und dann gehen wir jetzt auch mal rein. Genau, der Innenaus hier ist noch im Innenausbau, das wird halt dann noch ein bisschen schöner gemacht. Den nächsten Tag. Wir haben Hauptsache die Grundrisse. Und hier sind ja jetzt auch schon mal ein paar Abfahrtszeiten. München, Hamburg, Berlin, Dortmund. Hey, ich könnte zu dir fahren. Obwohl, nee, doch nicht. Hey, warum? Ja, warte, wir müssen deine Stadt noch dran machen. Meine muss auch noch dran. Achso, okay. Ja, okay. Würden wir hier dann halt verkaufen. Also ihr könnt euch hier auch Logen kaufen. Genau. Also beim normalen Admin-Shop preisen. Und ja, jetzt würde dann halt hier eine Bahn, also das hier wäre jetzt, also die erste Bahn wäre jetzt für den Spawn. Genau. Hier werden wir ja auch Schilder dran machen, aber ihr könnt ihr euch natürlich dann auch solche Logen kaufen, wenn wir alles halt noch bearbeiten. Komm, wir gehen jetzt am besten hier gleich mal lang. Damit wir den Leuten was. Was? Welcher Bahn bist du? Hier, bei der ersten. Das ist etwas verwirrend, ich weiß. Ja, los komm. Ja, wir gehen jetzt hier direkt mal runter. Ich hoffe bloß nicht, dass es die längste, oder? Und es ist die längste. Es ist. Ja, das ist die Achterbahn. Nein, das ist die kürzeste zum Spawn. Ach so, gut. Wir fahren nicht zum Olympiastadion. Okay, bei Olympiastadion würde ein paar Minuten dauern, bis wir da sind. Dazu kommen wir zum Schluss. Ja, also ihr seht, ihr fahrt ja halt bis hier hin. Könnt dann hier aussteigen. Was macht die Kuda? Und hier könnt ihr euch auch nochmal Loren kaufen. Eine Kuh. Frag mich nicht. Ich gehe die mal schnell. So, Kuh ist tot. Dann gehen wir mal hier hoch und dann werden wir. Oh, die haben noch gar nicht geöffnet hier beim Spawn. Echt? Machen wir schnell. Oh, das müssen wir mal dringend. Ja, ihr seht, uns fällt immer wieder was auf. Es ist wie gesagt in einer Bauphase, sprich, das wird sich dann alles noch beheben, ne? Ja, das werden wir hier auch gleich dann vernünftig hinbauen nochmal. Genau, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes, nachdem wir den Bahnhof gezeigt haben, einfach mal zum Infoschalter, oder? Die Mall heben wir uns zu später auf, das ist ein Highlight. Die Highlights immer zum Schluss, ne? Ja, obwohl das eigentlich auch eine ganz schöne Baute, oder? Was meinst du? Der Informationsschalter.
ist. Kommst du? Hoch. Weg. Oh, ja, klar. Jetzt habe ich aber ganz vergessen, wo wollten wir gleich hin? Zum Informationshaus. Ja, ja, das ist das chinesische Haus. Genau, wir haben das nach chinesischem Standard gebaut. Ich hoffe, euch gefällt's. Hier unten könnt ihr halt nochmal nachlesen, welche Warps es gibt, welches die Admins und Owner sind, welche wichtigen Befehle sind. Auf die Rückwand haben wir noch nichts geschrieben. Kommst du? Warps, Admins, Owner. Genau. Nur wichtige Befehle. Genau. Oh. Dann können wir jetzt hier den Fahrstuhl benutzen. Kommst du mal, Florian? Ja, natürlich. Sehr gut. Und hopp nach oben. Jetzt bewegen wir uns. Den Fahrstuhl-Plugin so genial. Ich weiß, ich auch. Hier Regeln. Hier verändert sich halt noch vieles. Das ist halt nur das erste Bau, wie gesagt. Und das hier finde ich sind die Geißen irgendwie. Jeder nimmt einen, okay? Ja, okay. Bis oben. Das wird voll fun. Hier oben wird dann halt auch noch was folgen. Das ist halt noch nicht alles ganz fertig, wie gesagt, im Bau. Ne? Genau. Aber. Okay, wo geht's jetzt hin? Wir werden circa in einer Woche würde spätestens alles fertig sein. Da ist eigentlich schon direkt, ja, okay, komm, wir gehen jetzt mal zum Hotel und danach dann mal zum Olympiastadion. Da können wir dann noch parken und so abhaken. Ja. Und dann müssen wir noch die verbotene Stadt. Ja, ja, das kommt dann nach der, nach dem Park und dem Mall. Ja, hier ist unser erstes Hotel. Ja, wir haben mehrere Hotels. Ja, kleiner Park hier und gehen direkt mal hier rein. Hier ist der Haupteingang. Was macht das Huhn hier? Keine Ahnung, hier sind überall Monster. Okay, also hier ist der Anfang, hier ist so die Rezeption. Ja. Hier könnt ihr halt eure Tickets bestellen. Hier kann man essen gehen. Gehen wir auch, glaube ich, mal in die erste Etage an, könnt ihr auch mal sehen, dass ihr euch hier die kaufen könnt. Die das hier sind Suiten, das heißt, die kosten richtig viel, die kosten 500 alle 7 Tage. Die sind schon richtig groß. Und dann sorry, Leute. Eure eigene Küche. Ja, wir sind wieder da, wir sind noch gerade bei der Suite. Mein Minecraft hat sich gerade noch geschlossen, das tut mir leid. Ja. Also, ihr habt aber nicht viel verpasst. Oh, Florian hat einfach jetzt noch gerade das Zimmer belabert, ne? Genau. Kleine Küche, Fernseher, alles schön da. Dann machen wir uns mal weiter und ihr könnt es halt kaufen. Hier einfach aufs Schild klicken, mit rechts klicken, wird das Geld von eurem Konto abgezogen und ihr habt das halt für 7 Tage. Sonst darfst du wieder neue Schilder setzen. Ja, denn das hat gedauert, weil wir haben das alles natürlich hier okay, warte, wir gehen mal in die zweite Etage rüber. Wir haben das nämlich alles protected. Und das hat lange gedauert, diese ganzen, jetzt kann man hier auch gleich mal sagen, hier sind, ihr habt ja einen kleinen Außenplattform noch, halt, dass die zwei Blöcke sich verbinden. Ich komme in die Tür nicht mehr raus, rein. Ich komme da nicht mehr raus. Probier mal. Beide auch nicht. Oh, da jetzt. Ja, kleine Aussichtsplattform, dort unten seht ihr schon so ein kleines Restaurant. Ich glaube jetzt noch, lassen wir gleich nochmal einen höher gehen. Ja, da zeigen wir dann die Räume nochmal hier. Hier haben wir jetzt kleinere Räume, würde ich sagen. Genau. Das, ne? Die kosten nicht so viel. Ach nee, hier ist die Konferenzraum. Wir sind schon ganz oben. Hier kann man halt seine Konferenzen halten, ne? Und dort hinten, was ich auch nochmal ganz schön finde, ist, das kann man halt auch mieten dann hier. Hier so ein kleiner Raum, wo man halt so externe Gespräche führen kann. Gespräche unter vier Augen. Genau, wo bist du jetzt wieder reingegangen? Ach nee, ich bin auch hier. Aber dann zeigen wir euch jetzt nochmal die kleinen Räume. Die kosten weniger und sind leicht erschwinglich. Denn falls ihr euch am Anfang noch kein Grundstück kaufen wollt und lieber das Geld für irgendwelche anderen Sachen ausgibt, könnt ihr euch hier so ein Hotelzimmer mieten. Oder so. Genau, dann könnt ihr euch hier ein anderes, dann könnt ihr hier ein Zimmer mieten für 7 Tage, weiß ich, wo ihr dann das dran arbeitet. Das ist eigentlich ein ganz guter Preis, weil ihr könnt ein paar hundert Dollar am Tag schaffen. 100 Dollar für 7 Tage kostet diese kleine Suite. Ja, sie können mehr als ein paar Tage schaffen. Okay, jetzt bin ich hier bei Raum 302 für 7 Tage 100 Dollar, was finde ich ein sehr billiger Preis ist, wenn man heutzutage mal guckt, was man für ein Hotel zahlt, ne? Genau, das ist halt ein sehr recht billiges Hotel, ne? Eine billige Absteige. Genau, hier haben wir aber auch eigentlich sehr gemütlich. Ja, ein Bett, das ist schön. Küste, ein Badezimmer. Ja, also ich würd hier sofort einziehen. Ja, ist aber bestimmt eine gute Studentenbude, ne? Ja, naja, wir haben ja aber auch schon unsere riesigen Villas, ne? Also wir müssen da nicht rein. Ja, obwohl vielleicht eine Nebenabsteige zwischendurch. Ja, ne, ich weiß schon, woran du denkst, aber nee, das erzähl ich deiner Frau. Oh. Okay, dann ab runter. Nein, ja, wir haben. Soweit ich weiß, haben wir noch keine Frau auf dem Server, ne? Nee, okay, jetzt nochmal zur Aufklärung, Leute. Nein, wir sind noch nicht erwachsen und wir haben noch keine Frau. Wir sind nicht verheiratet. Noch lange nicht. Nein, naja, vielleicht dann irgendwann. Alter, Denil Castillo 98, da geht mir gerade auf die Nerven.
Okay, hier haben wir dann noch unseren riesen Pool und genau. Nochmal ein Sprungbrett und eine kleine Bar. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch gleich schon mal weiter, weil sonst wird das Infovideo doch ganz schön lang. Ja, und wir würde ich sagen, wir gehen mal zum Insta, zum, wie heißt denn das Ding? Zum Olympiastadion, oder? Ja, können wir machen. Ja, ich fliege schon direkt hin. Tippe dich einfach zu mir, wenn du nicht schnell genug da bist. Ja, und wir gehen jetzt bei mir die Welt nicht gerade schnell genug. Ja, das ist, bei mir geht's eigentlich, ja gut, du hast doch nicht die beste Verortung, du hast eine gute Verbindung. Okay, also Leute, wir sind jetzt hier wieder. Das ist der erste, was ihr sehen werdet. Das ist ein Schwimmbad, also eine Schwimmwettkampfstrecke hier. Könnt ihr euch halt hier in die Tribüne setzen. Hier werden halt einmal die Schwimmer zum Beispiel. Und dann ist hier natürlich auch noch das riesige Sprungbrett, wo man runterspringen kann und sich den Hals brechen kann natürlich. Genau, ich hab's nämlich schon mal geschafft, so zu springen. Du lebst noch. Geh aus dem Game-Mode, wenn. Ja. Na ja, okay. Dann gehen wir, glaube ich, auch schon mal weiter gleich. Ja. Achso, ja, von hier hinten werden übrigens dann die Schwimmer reinkommen. Da unten ist ein kleiner Gang und da hinter ist genau. Ein Konferenzraum. Wir werden hier auch mal ein paar Olympische Spiele stattfinden lassen, alle 3 Monate, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, zeitlich müssen wir jetzt ja nichts sagen. Genau. Das wird dann also so wir ablaufen. Wir werden dann halt verschiedene Events machen können und wollen. Genau. Und wo man dann halt ein ordentliches Preisgeld auch bekommt, ne? Aber man muss halt auch ein bisschen Starteinsatz haben. Hier seht ihr auch nochmal die Bahn. Mit der fahren wir allerdings nicht, weil wir sonst 10 Minuten brauchen würden. Hier sehen wir das schöne Olympiastadion, wo du drin und dich ja verewigt hast, ne? Natürlich, muss man nur. Du musst das Fenster auch schon auf einer Höhe schreiben, kann es sein, dass du da etwas betrunken warst? Nein, war ich nicht. Das ist komplett schief. Ich werde es noch nie mitschreiben in meinem. Ich merk's. Ja. Also, das ist das ganze schöne Olympiastadion, ist schon gigantisch. Wir bauen hier auch noch eine Allianz Arena rein, das wird gerade von seinem Bruder gebaut. Darauf freuen wir uns. Gerade im Bau, sagen wir einfach mal so. Genau, Flughafen ist auch noch im Bau, der Hauptflug, der Großflughafen. Ja, Frankfurt der wird ein paar Milliarden gepasst haben. Ja, und wir haben auch eine Überraschung, einen A380, den wir hier reinsetzen. Und mir hat gerade ein Skype angeschrieben. Das wird dann alles beim nächsten Videos dabei sein. Genau. Aber wir haben jetzt wirklich, müssen wir glaube ich mal schnell zum Ende kommen, weil... Sonst guckt ihr euch glaube ich alle gar nicht an. Nee. Okay, dann machen wir Slash Warp Mall, würde ich. Oder ja, machen wir Mall und gehen dann erstmal zum Park. Das ist komplett Logik. Wir warpen uns zum Mall, damit wir zum Park gehen können. Ja, weil der Park ist doch gleich nebenan. Ja, deswegen. Also mit dem Shader sieht das so der Hammer aus. Ich liebe diesen Shader. Ja, also der Park ist einfach mit einem großen See in der Mitte, in einem Steg, wo ihr mit Booten hier langfahren könnt und mit vielen Bäumen. Ja, dort hinten ist klar, hier könnt ihr euch dann sonnen. Ein bisschen am Strand spielen, dort ist eine kleine Aussichtsplattform. Sie ist jetzt nicht so gigantisch, sie ist einfach nur dazu, dass ihr ein bisschen über den Park gucken könnt, euch entspannen könnt. Genau. Ja, das war's eigentlich mehr zum Park, gibt's eigentlich auch nicht zu sagen, der ist jetzt nicht das Größte, was wir haben. Ist einfach nur zu schön zum Entspannen da und einfach, ja. Genau, und jetzt gehen wir auch gleich mal schnell weiter zum Mall. Genau, da ist einmal ein Hotel und ein Einkaufszentrum drin. Die, das sind Apartments, die ihr euch kaufen könnt, das kostet 200 pro. Hier könnt ihr euch, halt, zu kleine Zimmer. Ach ne, das sind die Toiletten. Ich wollte gerade in die Lady-Toiletten gehen. Ach, bist du jetzt schon im Hotel oder wo bist du? Ne, ich bin hier bei den Shops. Hier könnt ihr euch Shops kaufen. Zum Beispiel jetzt diesen Shop, der ist relativ klein, für 350 die 7 Tage. Und aber könnt ihr werdet auch gut verdienen dran, würde ich sagen. Ja. Hier könnt ihr halt eure eigenen Preise für eure Sachen bestimmen und dann halt auch das verkaufen. Also ich denke mal, das wird auch ganz gut laufen. Hier könnt ihr auch ganz hoch gehen. Die größten Shops sind ganz oben. Die werden wir dann zeigen, weil wir gehen jetzt mal nach ganz oben. Ihr seht halt ganz viele. Gronkh hat gerade den Server betreten. Ist dir das mal aufgefallen? Nein, das ist mir nicht aufgefallen, weil ich habe F1 gedrückt, also bei mir ist es aus. Oh. Okay. Mach ich auch mal. Ja, also hier zum Beispiel, der Shop kostet 300, der ist noch relativ billig. Hier kommen dann die größeren, der kostet zum Beispiel 2000, weil der ist so gigantisch. Hier kann man richtig viel rein. Schau mal an dafür. Ja, der ist wirklich richtig, richtig groß. Und da werdet ihr richtig schön viel reinkriegen und richtig kaufen können. Huch, ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Ich komme irgendwie mit meinen Tasten nicht klar. Ja, das ist also die Mall, soweit ihr sehen könnt. Hier und hier drin habt ihr auch noch einen kleinen Park. Also der Mall ist einfach nur der Hammer. Genau. Hier drüben gehen wir jetzt gleich mal hin ins Gegenüber, damit wir auch schnell mal die Apartments zeigen können. Und danach gehen wir auch direkt zur verbotenen Stadt. Dann war es das eigentlich auch schon erstmal. Ja, ich glaube aber.
Das war's eigentlich auch schon. Ich glaube, das Video geht schon fast 15 Minuten. Ja, na, ist ja nicht schlimm. Wir sollen ja alles vor Ort nicht vorstellen hier. Das kostet jetzt 200 Euro. Die 7 Tage ist etwas größer hier. Habt ein bisschen mehr drin, habt sogar einen Balkon, alles. Bett habt ihr ja nicht, aber ihr könnt ja auch auf dem Sofa schlafen, ne? Sehen wir jetzt mal nicht so dicke. Ja, natürlich. Oder ihr seht, oder, obwohl ihr drauf könnt, habt ihr sogar zwei liegen. Genau. Wenn ihr das als Bett nehmt. Hier unten habt ihr auch noch mal, könnt ihr auch noch mal essen und habt einen Pool zum Schwimmen gehen. Aber was ihr natürlich nicht machen dürft, ist hier mal schnell über den Balkon laufen bei den anderen Spannern, ne? Genau. Da gibt's auch ganz viele. Das ist schlimm. Ja, das Hotel ist ganz schön groß und jetzt kommen wir eigentlich auch direkt schon zur verbotenen Stadt, ne? Ja, wenn ich... Ah ja, hier ist sie. Ach, hast du den Sichtweit nicht so weit, oder wie? Keine Ahnung, dann kann ich nicht. Das Schild. Betreten auf eigene Gefahr. Es kann sehr verstörend sein, was ihr drin seht. Betreten ist nur für Admins, VIP, VIP Plus und VIP Plus Plus, Supporter. Wenn du Spieler bist, ist das Betreten der Stadt strengstens verboten. Folgen sind 5 Minuten Bann, beim zweiten Mal vergehen 24 Stunden Bann. Drittes Mal vergehen 24 Stunden Bann plus Geldstrafe, Ingame Geld. Ja, wir ziehen euch nicht echtes Geld. Nochmal wegmachen. Echt Geldstrafe. Ja, genau. Ja, okay. Also, gehen wir mal rein. Hier haben wir jetzt, ja, ihr seht schon, hier bauen die Asten schon. Dort haben wir jetzt einen kleinen Park. Ja, und einen kleinen Park schon. Das ist jetzt kein so gigantischer Park, das ist einfach nur so für die, sagen wir jetzt mal, Stars und Sternchen für die Reichen hier, die jetzt ein bisschen unter sich sein wollen. Da ist der kleine Park doch eigentlich ganz okay. Ja. Und dann haben wir hier einmal den Flughafen, den VIP-Flughafen. Genau. Park-Flughafen praktisch. Genau, das ist, ja, den haben wir hier hochgezogen. Ist kleine, hier ist ein kleiner Privatjet. So. Ja. Man kann wirklich mit den Sachen fliegen. Ja. Kein Scherz. Ja. Hier zwei Hangars. Genau. Weiterhin haben wir jetzt, wir werden auch Flüge machen, ihr könnt auch Jets dann kaufen. Ja, hier hinten seht ihr noch ein paar hinter meiner Hinterlassenschaften alles. Genau, ja. Gehen wir jetzt dein Haus oder mein Haus? Ja, wir können jetzt eigentlich nochmal unsere beiden Häuser soweit zeigen, also nur kurz soweit. Das sind halt unsere beiden Häuser. Ja, okay, wir zeigen sie, glaube ich, nochmal schnell von außen. Ja, genau. Also das ist einmal das Haus von Wecken. Ja, das ist mein Haus. Also mit einem kleinen Außenschwimmbad, hat einen kleinen Gärtchen mit einer Basketballanlage, einem großen Haus, in dem ich mich selber verirre. Das ist zu groß, ne? Ja. Das heißt so bei den Reichen. Ja, vor allem da turnt eine Kuh auf meinem Dachgarten rum. Okay. Dann haben wir hier dann daneben gleich mal mein Haus. Genau. Das ist ein schönes Häuschen da mit einem kleinen Pool drin, einem Garten da, so ein Gewächshaus. In einem Teich und viel mehr, ne? Kannst du auch schon sonnen. Wir machen öfters bei den Grillpartys. Genau. Und ja, zu unseren Häusern und so würde ich sagen, kommen dann auch nochmal extra Videos. Ja, also wir werden natürlich Informationsvideos und alles machen. Plugin-Vorstellungsvideo übernehme ich ja schon gerade. Da werden die Plugins euch vorgestellt, die wir hier drauf haben, damit ihr auch ein bisschen mehr drüber erfahrt. Denn manche sind ziemlich kompliziert und umfangreich. Und die kann ich einfach in diesem Video nicht alle übernehmen. Dann die Vorstellung. Gut, das war es eigentlich soweit schon von der Servervorstellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Du auch, Florian, oder? Florian? Natürlich, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf unserem Server wieder. Nee, genau. Auf unserem Server. Also, alle Links sind soweit in der Beschreibung. Wir bauen natürlich fleißig dran, hoffen, dass ihr bald drauf joint. Also. Genau, ciao, Leute. Ah ja, warte mal, Farmwelt können wir noch zeigen. Ja, okay, komm, das macht. Farmwelt ist einfach eine geile Welt, also. Normale Welt mit allen Rohstoffen, nichts an gemacht und ja. Genau, die zeige ich. Warte, die zeige ich jetzt nochmal kurz. Das ist hier, Wälder praktisch. Und dort oben ist eine kleine Jump'n'Run-Map, die ist jetzt nicht so wichtig. Die werden wir dann nochmal eine extra. Wir werden auch Jump'n'Run-Map und PvP-Arenen und alles einbauen. Gut, dann wäre es eigentlich soweit schon mal. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und dann bis auf dem Server, oder Orgi? Ich hatte schon wieder nicht. Irgendwie ist das Blaupause. Okay, Leute. Also. Ich hoffe, euch hat gefallen. Bis auf dem Server dann. Ciao. Natürlich auch. Ciao.